Hallo, mein Name ist Florian aus dem Herhaus Education Team und wir wollen heute einmal darüber sprechen, wann benutze ich eigentlich eine Feuchtigkeitspflege und wann benutze ich eine Repairpflege. Für uns als Friseure ist das oftmals sehr, sehr einfach. Wir greifen in die Haare rein, wir haben über die Jahre ein gewisses Gefühl dafür entwickelt. Manchmal reicht auch schon ein Blick dazu aus, um zu wissen, was braucht das Haar überhaupt. Aber wir haben oftmals das Problem, das der Kundin überhaupt zu verdeutlichen. Und dafür gibt es einen relativ einfachen Trick. Und zwar können wir die sogenannte Reißprobe des Haares machen. In dem Moment, wo die Kundin sich die Haare durchkämmt, fallen ja auf natürliche Art und Weise immer 2, 3, auch mal mehr Haare aus. Und davon können wir uns ein Haar wegnehmen und das Haar quasi anfangen zu dehnen. Und wenn wir hier merken, dass sich das Haar quasi ins Unermessliche dehnen lässt, dann braucht das Haar die Repairpflege, weil dann hat es einfach die eigene Spannkraft verloren. Wenn das Haar relativ schnell reißt, dann braucht es die Feuchtigkeitspflege, weil dann ist einfach die Haarsubstanz zu trocken, was dann dafür sorgt, dass das Ganze sehr, sehr schnell durchbricht bzw. durchreißt. So haben wir unsere Aussage, die wir sowieso durch unser Friseurgefühl haben, nochmal untermauert und auch unserer Kundin gezeigt und bewusst gemacht, was das Haar überhaupt braucht. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch weitergeholfen. Probiert es mal aus und schreibt uns eure Erfahrungen einfach mal in die Kommentare mit rein. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Bis bald. Herhaus. Gemeinsam mehr erreichen.